wenn es, wie gesagt, da liegt, kann man es auch mitnehmen. Manche haben zu viel Geld noch. Für den Einkauf und den Abtransport des Leerguts ist Michael zuständig. Jede Woche hat er 2 bis 3 Fuhren. Ein Drittel eigene Flaschen, sagt er, der Rest gesammelt. Scotty kümmert sich um die Entsorgung der Plastikflaschen und Dosen. 2 Tüten und einen Rucksack voll hat er heute dabei. Das ist, finde ich, kein großes Problem, weil es ist was ganz Normales. Jeder muss irgendwann mal das Leergut wegbringen, sonst stapelt sich das. Und ja, ich werde zwar angeguckt, aber ich ignoriere es. Ich verdiene mir das Geld auf ehrliche Art und Weise. Ich lasse die Leute einfach nur denken und sagen. Nicht nur das Sammeln, auch das Abgeben der Flaschen fällt Scotty nicht immer leicht. Denn die anderen Kunden reagieren oft ungehalten. Genervt. Weil die müssen halt warten, bis ich fertig bin. Und es gibt auch Leute, die wollen nicht vordrängeln. Und immerhin, die Fuhre hat sich gelohnt. 17,40 Euro. Das wird zu Hause erstmal in einen großen Napf getan. Und dann am Ende der Woche wird das dann halt geteilt. Das gebe ich jetzt erstmal zu Hause bei Mama ab. Etwa 4 Tage hat Scotty dafür gesammelt. Nur einen Teil wird er diesmal für seinen Führerschein zurücklegen. Berlin, morgens am Landwehrkanal. Inge hat beim Flaschensammeln einen Fund gemacht. Und manche Leute stellen was raus, weil sie es nicht wegwerfen wollen. Es gibt genügend Leute, die was brauchen und da reingucken. Und manchmal findet man ja auch was, was man brauchen kann. Mein Glück hat sogar die richtige Größe. Ich glaube, für mich ist diesmal nichts dabei. Ich habe mal was sehr Schönes erlebt. Da war ich in der Yorkstraße unterwegs und habe gesammelt. Und dann hat mir Frau mir zugeguckt und dann habe ich ihr gesagt, glauben Sie nicht, dass ich das gerne tue. Und habe ihr dann ein bisschen was von mir erzählt. Und ich fand das total lieb. Sie hat mir 5 Euro geschenkt. Das ist schon wunderbar. Oh, Fasching-Kostüm? Nee. Nicht meine Größe. Es gibt viele Leute, die wirklich weggucken, als wenn sie es gar nicht sehen, was ich auch verstehen kann. Es gibt Leute, die gucken angewidert. Es gibt auch Leute, die sagen, ich krieg die Flasche nicht. Obwohl das ein Witz ist, wenn sie da gerade 8 Cent haben. Weil es liegt schon mehr auf der Straße, aber es ist verletzend. Es ist einfach verletzend. Ich denke, sie verstehen gar nicht, dass es wirklich Leute gibt, die es brauchen. Dietmar hatte Glück in seinem Unglück. Das war seine letzte Nacht in der Bahnhofsunterführung. Mehrere Wochen lang hatten die Streetworker des Evangelischen Hilfswerk München ihn hier unten besucht und ihm ihre Unterstützung angeboten. Waren erst mal mit ihm zum Arbeitsamt gegangen, um Arbeitslosengeld zu beantragen. Stehen ihm bei im Papierkrieg mit den Behörden. Und sie besorgten ihm auch ein Zimmer in einer betreuten Wohnung. Heute kann er einziehen. Schauen wir mal, ob der Kollege. Aha. Ah. Oh. Grüß euch, servus. Grüß dich. Servus. Grüß dich, servus. So. Ciao. Oh, super, ja, ja. Wir haben schon das Notbett. Besser wie ein Karton, ja. Besser wie ein Karton. Die Sozialarbeiter waren Dietmar eine große Hilfe. Oh, für mich persönlich überlebenswichtig. Weil ich hätte im Kampf gegen die Ämter und Behörden keine Chance mehr. Ohne diese Leute würde ich wahrscheinlich auf der Straße bleiben. Jetzt muss er sich seinen Problemen stellen. Den Unterhaltsforderungen seiner Familie, dem Scheidungsverfahren, dem Kampf um das Sorgerecht, der Suche nach Arbeit. So, dann ist das dein Zimmer, Dietmar. Noch etwas uneingerichtet, aber da weißt du, ja, noch eine, das kriegen wir schon. Die Tischen, die Stühle noch am Keller. Das kriegen wir schon, ja. Das und dann kriegen wir das eingerichtet. Immer noch besser für die Straße, ja. Das ist so. Der erste Schritt zurück ins Leben. So. So, endlich mal den Schlüssel. Auf diesen Augenblick hatte er sich gefreut. Und doch kommen jetzt auch Ängste in ihm auf. Nun ist er weg von der Straße, kann sich nicht mehr zurückziehen, muss sich durchbeißen. Ja, das schmeißt mich immer ein. Er ist nicht sicher, ob er das schaffen wird. Kerstin hat mit der Zeit herausgefunden, wo es Hilfen für bedürftige Menschen wie sie gibt. Wenn man den Mut hat und das Selbstbewusstsein hat, dann hat man schon einige Möglichkeiten, speziell hier in der Großstadt.
Einmal Leib und Seele, wo ich gerne hingehe. Da gibt man dann pro Woche 1 Euro für eine Tüte Lebensmittel aus.